Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien und ja, ich nehme Wetten an. Werden wir es schaffen? Ich sage ja. Er greift mit 800 an, ich habe 700. Sein Vorteil ist, er hat Fernkämpfer. Die muss ich versuchen irgendwie in die Mangel zu nehmen. Wenn ich das schaffe, ist alles gut. Wenn nicht, dann bin ich tot. Ganz einfach. Aber ich glaube schon, dass ich es schaffen werde. Beziehungsweise, also ein bisschen... Also auf jeden Fall... Die Frage ist, ob er mit denen angreift. Oder... wartet, genau, bis seine Verstärkung da ist. Also er hat hier, kommt wahrscheinlich seine Verstärkung zu Wasser und dann hier oder da, ist ja egal woher, kommt dann nochmal bisschen was auf dem... und dann kommen da noch ein paar Freunde von denen. So, hier ist alles Fernkämpfer. Und da kommen welche. Okay, alles klärchen. Wie gesagt, ich muss halt schauen, dass ich es irgendwie schaffe. Das ist gut, dass er so weit geht. Geht er doch nicht. Okay, also so dumm kann wirklich nur die KI sein. Ne? Also so dämlich. Okay. Und wenn ich jetzt verliere, dann schenke ich jemand meinen alten PC. Ups. Ich wollte gar nicht Pause machen. So. So, also das lief sehr gut, muss ich schon sagen. Das lief schon super. Na komm schon. So, dann stelle ich mich hier auf. Warte, der kann das eigentlich machen. Die kommen jetzt dahin. Ja, solange ich die ganzen Fernkämpfer wegbekomme, das sind nochmal zwei, oder? Ja.
2 Fernkämpfer. Geschosse warten auf Ziele. Zum Befehl. Hey. Weil Nahkämpfer kommen einfach gegen eine Phalanx nicht an. Also. Es sei denn, er schafft es. Es sei denn, er schafft es, die Phalanx zu umgehen. Aber das, glaube ich, schafft er nicht. Das, glaube ich, schafft er nicht. Gut, rein theoretisch könnte man jetzt vorspulen. Zum Glück hat er mit seinem Schwung aufgehört. Was macht der denn? Geschossinfanterie bereit! Was macht der denn? Ich spule mal vor. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na dann. Alter, ist das gemein. Gut. nicht fortfallen. So, easy. Wir haben 131 verloren. Einige haben wir selbst gekillt, aber ja. Das ist. Das ist in Ordnung, ne? So, erstmal was einschenken. Zum glorreichen Siege wird hier Wasser eingeschenkt. Ja, ja. So, wir lassen die mal frei. Die konnten ja nichts dafür, dass die generell so dumm waren. Also, es wäre noch interessant, beziehungsweise schwer geworden, wenn er ein edler Tod. Achso, okay. Die 10.000. Alter. Die 10.000. Minus Autorität. Ja, das geht. Tochter wird erwachsen. Natürlicher Tod. Natürlicher Tod. Alter, alle genau. Oh na, ach so, der. Krass. Rang erhöht, Erlass annulliert. Abschwächung eurer Autorität. Na, sieh mal einer an. Abschwächung meiner Autorität. Ah, hier, das dann. Wieso mögen die mich alle nicht?
griechische Familie. Minus 40. Warte mal. Achso. Krass. Ja. Das kannte ich noch gar nicht. Selbstmord. Dionysos. Wo ist denn Dionysos? Das mache ich gleich. Komisch. So, bis der Ding. Die rechte Faust. Alexanders. Die, also. Echte. Okay, die. Boah. So. Das wäre so, ja, wir nennen uns die linke Faust Alexanders, ja, und wir die echte Faust. Oh Gott, cool. So, Hinterhalt, dann werdet ihr zum Hinterhalt-Tipi. Alles klar. Gut, die will ich als Antwort-Armee quasi machen. Gute Angriff, Abwehr. Geringer Schaden, aber durch Rüstungsdurchschlag. Moral. Mhm. Hitzeresistent, ja. Gut, dann mache ich mal eine pure. Kavallerie-Armee. 10 solche. Und 10 leichte. Nee, das ist, großartige Kavalleristen. Das sind die gepanzerte Faust, die dem Feind tief in die Ränge schlägt. Schwere Kavallerie durchbrechen. Das ist dann geringer Schaden, aber schwach im anhaltenden Kampf. Und die sind auch schwach im anhaltenden Kampf. Das Peace. Sorry, dass es gerade ein bisschen dauert. Lange Sperre, Sturmangriff, schlechte Moral. Die haben 46, 90. Dann mache ich den Rest voller dieser. Gut. Dann werde ich die da wirklich zum Sturm nehmen und dann die da zum anhaltenden Kampf. So. Agentensturz ist natürlich super. Genau das wollte ich. So. Achso, nee. Geschmarrn. So, Duse da. Du räumst mal hier ein bisschen auf, nicht? So, dann hier. Dann hier. Und
Dann hier alles einfach, damit wir aufleveln. So, sehr schön. Was mache ich denn mit dir? Ja, Kommandant. Geheime Aktion. Zwei geheime Aktionen. Eieiei. Leichte Kavallerie habe ich nicht. Ich habe nur schwere. Konvertierung. Moral. Kinder bekommen. Wie geht. Nee, dann machst du mal. Ja, okay, ich habe zweimal Kinder bekommen. Dann schaue ich mal kurz, wen ich alles Kinder bekommen gebe. Du hast schon Kinder bekommen. Du hast noch nicht Kinder bekommen. Uiuiui. Ah, das ist der neue. Ah, da muss ich. Das muss ich dann ändern. Korruption. Der bekommt auch Kinder. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Nam, 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 nam. Du wartest nochmal. Ah, das dauert so lange. Das dauert so lange. Was machst du eigentlich? Linke Faust, was macht denn die linke Faust hier? Warte mal, ich schau mal, ob ich mit dem Obrigen. Ach, der hasst mich sowieso. Ja, komm. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte lasst das. Sprecht von Fleisch, nicht von Honig. Okay, hier. Hier ist das Fleisch. Ich fürchte, das können wir nicht. Niemand wird entkommen. So. Ihr wolltet das. Ich wollte das nicht. Aber ihr habt gesagt, ich soll. Egal. Da wollte ich nicht drauf. Ich wollte hier drauf. Ich bin immer noch verlässlich. Das ist schon mal gut. Bastarden. Die mögen mich ja auch überhaupt nicht. Warte, Bastarden. Achso, das sind die. Ah, Mann. Ah, Mann. Ja, dann muss ich wieder zurück. Weil der wird früher oder später mir eh den Krieg erklären. Oder ich ihm. dafür brauche ich eine neue Agentin. Hier mit dem bin ich ja auch schon im Zoff. Da werde ich noch mal ein bisschen. Ja, wobei. Der Stolz kommt auch mit. Und dann können wir das automatisch machen. So. Sehr schön. Der Stolz kam mit und ja, und ich habe gewonnen. Stolz. So. Den Stolz schicke ich mal hier auf die Kreuzung. So, hier, was ist denn hier für ein Gruppenkuschel. Alter, wie viele Agenten hier rumtummeln. So. Was ist eigentlich unser Ziel? Ja, Vermächtnis des Diodotos. Das haben wir auf jeden Fall. Warte, hier ist es. 90 Siedlungen. Ägyptus brauchen wir noch. Italien brauchen wir noch. Mindestens 180 Einheiten. Das haben wir gleich. Die Einheiten haben wir auch gleich. Dann das da und das da. Oder das da und das da. Ja.
Was ist das hier ein Geräusch? Achso, ein Flugzeug. Alter. So, gut. Dann bekommst du noch was. Du wirst unser Hinterhalts-TP. Geheimaktion. Warte. Hier hatten wir... Hier, das da. Gut. Ach ja, ist ja gut. Du bekommst natürlich auch noch was. Und, Autorität. So. Jetzt hat er. So, Provinz. Oh Mann. Provinz. Warte mal, ich geh mal nach Hause. Pella hat nix. So. Ja. Gut, jetzt haben wir es aber. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Die wollen 10.000. Diese Fehde. Wir bieten 10.000. Also ich habe mehr als genug, aber nö. Wenn, müssen die mir was zahlen. Ah, jetzt kommen wieder Agenten. Oh Mann. Oh Mann. Eure Generäle sind wie Söhne des Ares. Wir ersuchen euch, sie gegen diese Niederträchtigen auszusenden. Oha, wie frech. Wo sind die? Ah. ja, okay. Warum nicht? Eure Annahme wird meinem Volk große Zufriedenheit bringen. Ja, ich hoffe, dass er jetzt nicht noch dran kommt. Weil das wäre unpraktisch für mich. Ja, er kommt noch dran. Und ich bin im Gewaltmarsch zu ihm gegangen. Autsch. Autsch, das wird einen Hinterhalt geben. Unseren großen Hinterhalt. Der hat 3.400. Und ich kann nicht zurückgehen. Na gut, dann lassen wir unsere Armee mal von Frauen in den Hintertreten. Ja, das war nicht gut, dass ich das angenommen habe. Aber ich dachte, die wären schon... die wären schon dran gewesen. Ja. Oh, noch ein Teutoburger Wald, oder? Oh, jetzt muss ich schnell sein. Ja, wie lange wollt ihr denn noch? So. Königliche Feldtasten. Steinschleuderer. Unser General wird angegriffen. Infanterie bereit. Nahkampfkavallerie bereit. Der muss weg. Schneidet sie in Stücke! So. Die gehen hier vor. Die gehen hier hinter. Die gehen hier zurück. Ja, Bannensperrträger. Nee. Das ist so blöd. Ihr haut hier rein. Das ist mein General. Der wurde natürlich festgenagelt und stirbt jetzt natürlich. Ah, er hat überlebt. Sehr schön. Gut. So. Die hauen hier rein. Die hauen hier hin. Ich weiß halt nicht, wo seine woher seine Verstärkung kommt. Das kann ich nicht sagen.
Sehr gut, das ist schon mal gut. Hier ist es jetzt gefährlich. So, jetzt wickele ich ihn in eine umgekehrte. Ah, da hinten kommt die. Ja, das ist easy. Plänkler. Okay. Männer wanken. Ach komm. Ja, okay, ihr dürft wanken. Ihr habt lange genug ausgehalten. So. Das muss man natürlich auch mal schaffen. Aus dem Hinterhalt so zu versagen, sag ich mal. Unser General ist gefallen. Wie denn? Da ist doch gerade. Oh, natürlich ist er jetzt gefallen. Wenn er fällt, dann durch sowas Unnötiges. Das ist doch einfach nur lächerlich. So. Speerinfanterie zu eurem Dienst. Doppelte Geschwindigkeit! Ruhm für Makedonien! Dank, Säuterer! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt muss ich hier mal Dampf machen. Damit ich fertig bin, wenn die Verstärkung kommt. War ja so klar, dass mein General steht, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, okay. Schnell vorrücken! Schnell vorrücken! Den Rest, ja. Okay. Für Makedonien. Königliche Feldtasten. Doppelte Geschwindigkeit. Dem Dienste des Volkes. Schnelles Marschieren. Wieder Feuer an. Gut. Dann bin ich bereit. Die müssen sich jetzt auch denken, so, was zum Henker? Weil, naja, die denken, sie kommen zu einem Hinterhalt dazu. Aber nö. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Hier ist alles bereit für sie. Ready for takeoff.
Beacon-Infanterie zu euren Diensten! Gudan! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Balliste! Getreidenreiterei! Steinschleuderer! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, wobei, die können eigentlich einfach so da hocken, weil die Plänkler werden dann von meiner Kavallerie aufgerieben. Aber echt nervig, dass eigentlich der General gestorben ist. Bei was denn? Also ich habe ja gleich danach geschaut und da war niemand. Schon irgendwie ein bisschen krass ärgerlich. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Worauf schießt ihr denn gerade? Und dann schießt da mal rein und nicht dahin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach, da kommen die kleinen Altgeschworenen. So. Ja, stimmt. Die können ja die währenddessen jagen. Damit die noch ein bisschen Erfahrung bekommen. So, Masai hat gerade gejuckt. Entschuldigung. Na dann, ballert mal. Eine unserer Einheiten hat die gesamte Munition verbraucht. Das war ja böse. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sowas macht man eigentlich nie. Also quasi
alle auswählen und dann die angreifen. Aber ja, jetzt ist ja wurscht. So, die will ich komplett ausschalten. Genau, weil das war nämlich der General. So, Verluste 800. Ja. Also der Anfang war nicht so gut. Ja, den... Da habe ich ja zu lange gewartet, eben eine Kuppel zu machen. Aber gut, ich habe nur den General verloren, aus Gründen. Wenn der jetzt nicht... Also wenn mein General nicht gestorben wäre, hätte ich niemand verloren. Das wäre ganz cool gewesen. Aber naja. Das war ja ein neuer, gell? Das ist schon krass. Erste Schlacht und schon tot. Ah. Das war nicht so unüblich. Die Liebe zum Gold weckt das böse Mensch. Ja, kann sein. Alter! Wo ist denn das? Ach, das ist... Ah! Junge, Junge, Junge. Nee, das... Das kann ich nicht verteidigen. So. Ja, und jetzt geht er wieder. Das ist so voll die Piraten-Style hier. Und wir spielen schon wieder viel zu lange. 40 Minuten, Alter. Haha. Da hätte ich ja fast zwei draus machen können. Habe ich wieder nicht dran gedacht, ihr Quitri. So, die Pflicht ruft wieder, die 10.000. Ach. Ja, hier, der da. Alexander Stolz. Alexander Stolz auch noch. Korruption. 5 auf, ja, Kinder bekommen ist gerade ganz gut. Korruption ist nicht ganz so toll, aber ich mache Kavallerie, weil ich heb ja hier eine sau viel Kavallerie aus. Gemeuchelt. Natürlicher Tod. Diebstahl. Warte, nochmal. Gegnerischen Streiter. Aber euer Diener. Also hat die quasi wieder meinen General getötet. Tja. Da muss ich ja die so schnell besiegen, dass sie keine Zeit mehr haben auf so einen Quark. Ja, das war klar. Das sind nicht meine Feinde. Ja, ich habe ja schon ja gesagt. Kann der die besiegen? Also nächste Runde wird schwerer. Ah, diese Runde könnte er es schaffen. Okay, gut, ja, das machen wir alles in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye.